Wir sind heute auf dem Mainzer Lerchenberg im Einkaufszentrum. Hier im Einkaufszentrum steht Frau Westrich neben mir, Sissi Westrich, neue und alte Lerchenberger Ortsvorsteherin. Frau Westrich, hier im Einkaufszentrum gibt es Licht und Schatten. Ja, also Licht ist das tolle Angebot von 30 Anbietern, jetzt neu auch mit einem Bekleidungsgeschäft, einem Damenbekleidungsgeschäft und auch einer Galerie, einem Atelier. Wir haben die Post hier drin. Der Schatten ist allerdings, dass es noch so aussieht, wie es wahrscheinlich vor 40 Jahren ausgesehen hat. Das heißt, es ist nicht wirklich barrierefrei, Bodenbelag ist problematisch und die Beleuchtung, die lässt auch zu wünschen übrig. Wir haben von der sozialen Stadt zugesagt gekriegt, also viele Mittel, um das neu zu gestalten. Aber jetzt müsste der nächste Schritt erfolgen, dass wir die Detailplanung, also wie wird der Bodenbelag sein, das interessiert die Bürger. Also da gibt es gute und schlechte Beispiele, wie man so etwas machen kann, dass es vorgestellt wird, dass wir darüber reden können. Ja, es gibt Pläne für das Einkaufszentrum. Es gibt auch für eine andere Stelle auf dem Lerchenberg Pläne, nämlich für den sogenannten Ententeichbereich. Und da gehen wir jetzt mal hin. Der Ententeich ist ein Regenrückhaltebecken, das aber einen sehr hohen Wert für die Naherholung hier auf dem Lerchenberg besitzt. Der Ententeich soll neu gestaltet werden. Was gibt es für Pläne? Der Weg rundherum wird neu gestaltet. Das ist ja eine aufgerissene Asphaltdecke. Und drumherum wird ein Geländer gemacht, ein Schutzgeländer zum Schutz der Enten vor den Hunden, aber auch das Geländer für gerade die vielen älteren Menschen, die hier im Umfeld wohnen. Es wird Bänke geben, vier rund um den Teich und endlich auch Mülleimer. Die haben wir nämlich nicht. Und hoch am Weg zur Halle B bzw. zur Grundschule, da sollen auch noch Bänke aufgestellt werden und auch sowas wie Sportgeräte. Das sind ja hehre Ziele. Wir sind eben hierher gelaufen, haben unglaublich viel Hundekot gesehen. Da wird offenbar nichts entsorgt, nichts beseitigt. Ja, also von wirklicher Pflege, von Grünanlagen oder so ist hier tatsächlich nicht zu spüren. Das Grünamt ist im Moment auch noch nicht zuständig dafür. Und ja, es wird mal im Jahr auf dringendes Bitten wird irgendwas Rudimentäres getan. Aber die Hoffnung ist deswegen auf dieses soziale Stadtprojekt. Im Moment ist es gar nicht im Etat vorgesehen und man muss natürlich auch appellieren, dass die Menschen ihre Tüten für den Hundekot benutzen. Ja, wir sehen, es gibt auch Stellen, die hier im Dornröschenschlaf liegen und an eine ganz besondere Stelle, die auch im Dornröschenschlaf liegt, gehen wir jetzt hin. Ja, wir sind jetzt hier am Lerchenberger Bürgerhaus angekommen. Das Bürgerhaus, das jetzt schon das zweite Jahr geschlossen ist, soll neu gebaut werden. Keiner weiß so genau, wann es losgehen soll. Wissen Sie es, Frau Westrich? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es bei der SGD ist, bei der Genehmigungsbehörde. Durch den Brand in der Rheingoldhalle wurde mir gesagt, verzögert sich alles noch etwas mehr. Und das Einzige, was ich weiß, dann, wenn es anfängt, rechnet man mit 18 Monaten. Für die Zwischenzeit ist der Ortsbeirat oder die Ortsverwaltung in das sogenannte Bürgerhäuschen umgezogen. Man macht aus der Not eine Tugend. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben ein super Außengelände. Hier wird auch richtig viel gefeiert. Aber natürlich freuen wir uns, wenn wir wieder im Bürgerhaus sind. Das ist ein anderes Ambiente. Hier ist es ein Provisorium, wirklich das Beste, das man sich vorstellen kann. Aber das Bürgerhaus bietet technisch für Veranstaltungen ganz andere Möglichkeiten. Wir freuen uns drauf. Was passiert dann mit dem Gebäude, wenn es dann auch leer steht? Und da habe ich natürlich nachgefragt. Es gibt Uraltpläne, da waren mal eine Reihenhausreihe vorgesehen, aber also die sind von gestern, da muss neu geplant werden. Das ist noch nicht geschehen. Ein Problem für dieses Grundstück ist die Anbindung. Also am liebsten, die Lerchenberger hätten es gerne für sich als, ja, weiß ich nicht, tolles Außengelände und so. Aber wir haben im Moment keine Zufahrtswege, die funktionieren. Das ist jetzt eine Sache der Planung. Mhm. Und wie Zufahrtswege funktionieren können, schauen wir uns jetzt mal in dem einzigen Neubaugebiet des Lerchenbergs an. Der Lerchenberg bekommt Zuwachs. Wir stehen hier in der Nino-Erne-Straße im einzigen Neubaugebiet des Stadtteils. Ja, Frau Westrich, wie viele Menschen werden hier leben und was gibt es hier für Dinge, die Sie sich wünschen?
Es werden 83 Häuser hier geben. Also man sieht es jede Woche eigentlich wachsen. Ja, die Gemeinschaft, wie binden wir diese Menschen, die neu für den Lerchenberg da sind, an Stadtteil an? Das ist eine Herausforderung. Natürlich auch hier einen Spielplatz herzubekommen, damit die Menschen da auch einen Ort haben, sich selbst in dem neuen Wohngebiet, in die Nuernestraße zu begegnen. Also auf jeden Fall brauchen wir auch Kita-Plätze für diese Kinder. Also wenn ich gehört habe, es war ein Beispiel, den eine Mutter berichtet hat, 13 Häuser und in den 13 Häusern 12 Kindergartenkinder und noch 2 Kinder im Bauch. Dann kann man sich vorstellen, wenn wir sowieso eine Warteliste haben, dass wir einen Bedarf haben. Das Bürgerhaus kommt nicht so schnell und dann muss es ja auch erstmal eingerichtet werden. Und von daher brauchen wir unbedingt ein Provisorium, auch hierfür, für die Menschen, die dann einen Platz mit ihren Kindern in der Kita haben. Ja, wir haben gesehen, es gibt viele Baustellen auf dem Lerchenberg und vielen Dank für das Gespräch, Frau Westrich. Danke auch.